ist nicht der Schneider. Was war denn da bei der Eiswette los? Gleich zwei Schneider? Was ist das für ein altertümliches Kostüm hier? Ja, allerdings. Denn der eine, mit bürgerlichem Namen Burkhard Göbel, ging nach 26 Jahren in Rente. Der neue ist zugewandert aus der Schweiz. Ich komme aus Apulnöflich im Klostertal der Köttige. So was hätte ich noch nie gehört. Aber zur Eiswette gehört ja nicht nur ein Schneider, sondern auch das heiße Bügeleisen. Einheizen, das Bügeleisen, du verstehst? Alles Tradition und so musste das natürlich weitergegeben werden. Oh, so, danke, bitte. Und dann hieß es Abschied nehmen. Hier heißt es so schön, wenn es am schönsten ist, dann soll man opfern. Und deswegen sage ich, tschüss alle miteinander, ich werde Land und Meer und was er sprach, war oft nicht wahr, so war der Schneider. Der neue Schneider, bürgerlich Peter Lüchinger, begann die Eiswettzeremonie erstmal mit einem Schweizer Frühstück. Ich mach auf eurem Marktplatz, da habt ihr eine riesige Statue von diesem Stadtmusikanten, größer als der Dom. Aber was habe ich gefunden? Ein stuhlgerade aufblickender Frankenstein-Typ in Stein mit einem Schwert. Auch der offenbar ortsfremde, zugewanderte Schneider musste dann natürlich gewogen werden. Trockenen Fußes über die Weser gelangen muss er, bei exakt 99 Pfund Gewicht. Das ist seit 1829 die Wette, um die es geht. Und gleich überzeugte der Neue mit Schweizer Präzision, ganz untypisch für die Eiswette. Bisher musste das falsche Gewicht des alten Schneiders immer irgendwie vertuscht werden. Alles in Ordnung. Es stimmt. Was ist das denn? Es stimmt. Ganz neue Töne am Punkendeich. Das Fazit des Präsidiums bei der Zeremonie war jedoch dasselbe wie seit 1947. Diverser Geiz! Oh, und der neue Schneider ist auch nicht besser als der alte. Er nimmt das Boot. Der Schneider bleibt eben Schneider. Da kann man machen, was man will. Also ich fand ihn klasse, aber es ist ein bisschen ungewohnt, weil Bremen und Schweiz sind ja sehr unterschiedliche Sachen. Aber ich finde, er hat diese Aufgabe sehr gut gelöst. Ganz gut. Der wird sich aber noch richtig einleben müssen hier in Bremen. Man kann sich auch an den Neuen gewöhnen, wenn es noch nicht gleich im ersten Jahr so ist. Aber ich glaube, in den Folgejahren wird das durchaus möglich sein. Und so fand die Eiswette 2015 ihren Abschluss. Mit altem und mit neuem Schneider. Aber wie üblich per Boot und nicht zu Fuß. So wie im nächsten Jahr. Wetten?